Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Direktorin der Wienbibliothek möchte ich Sie alle sehr herzlich begrüßen hier im virtuellen Raum der Wienbibliothek. Herzlich willkommen aus der Forschungswerkstatt zum Thema Karl Schwanzer. Wie der Titel schon verrät, soll die heutige Veranstaltung sich ganz und gar um den Architekten Karl Schwanzer drehen. Einerseits ist diese Veranstaltung in Kooperation mit dem Müri-Salzmann Verlag die Präsentation des Buches Karl Schwanzer, die frühen Jahre eines Architekten von Weltruf. Und andererseits sollen bei dieser Veranstaltung auch die Hintergründe zum Nachlass Karl Schwanzer, zu seinem Werk, zu seinem Leben auch präsentiert werden. Dazu möchte ich sehr herzlich den Kurator der Architektur- und Skulptursammlung des Wienmuseums, Dr. Andreas Nierhaus, begrüßen. Und gemeinsam mit ihm werden wir zwei unser Gespräch führen. Mein Name ist Franz Josef Gangelmeier, ich bin Leiter der Druckschriftensammlung der Wienbibliothek, aber heute in der Funktion des Autors hier. Und genau. Und dann wollte ich gleich meine erste Frage, die ich gleich einmal stellen mag, ist: Also, mir hat der Name Karl Schwanzer jetzt per se, bevor ich jetzt wirklich mich da beschäftigt habe, nicht wirklich jetzt sehr viel gesagt. Bin ich da allein auf weiter Flur oder, man, natürlich kennt man diese ganzen Bauwerke, aber wie kann man Karl Schwanzer einordnen in der österreichischen Architekturgeschichte? Na, ich glaube, da geht es dir, so wie den meisten Menschen, die nicht unbedingt direkt immer mit Architektur zu tun haben, und umgekehrt geht es dem Karl Schwanzer so wie den meisten Architekten. Man kennt die Bauten, die sie errichtet haben, aber der Name ist dann oft nicht so präsent. Ich kann vielleicht aus meiner Erfahrung erzählen, dass ich die Bauten von Karl Schwanzer oder einzelne Bauten lange gekannt habe, bewusst auch gekannt habe, bevor ich seinen Namen überhaupt irgendwie wahrgenommen habe. Denn also ich bin in der Steiermark aufgewachsen und wir sind immer mit dem Auto, meistens mit dem Auto über die Triesterstraße nach Wien hineingefahren, und da stand ein modernes, sehr auffälliges Gebäude, das Philippshaus, das ja heute noch steht und zum Glück also auch denkmalgeschützt ist, und das mich sehr als Kind verwundert hat, ob seiner kühnen Konstruktion. Und insofern war es bei mir ähnlich. Ja? Also ich kannte diese Bauten, aber der Name hat mir lange Zeit bis zu meinem Studium wahrscheinlich wenig gesagt. Insofern ein klassisches Architektenschicksal und ganz typisch auch für die Wahrnehmung von Architektur, die sehr stark mit den Räumen verbunden ist, aber nicht unbedingt jetzt mit den Personen, die dahinter stehen und dafür verantwortlich sind. Da bin ich ja fast schon beruhigt dann. Ja, wie ist es eigentlich mit dem Lebenslauf eines Architekten? Also wenn man sich das jetzt so anschaut, also man kennt ja dann die Bauwerke, aber kennt man jetzt als Architekturhistoriker jetzt auch immer auch die Lebensläufe, oder wie schaut es da aus? Also wie relevant ist überhaupt der Lebenslauf für einen Architekten, also für die Beachtung, also für die Einordnung der Architektur? Also wenn man dein fantastisches kleines Buch, das sehr gehaltvoll ist zugleich, liest, dann wünscht man sich eine solche Dichte an Informationen auch für viele andere Architekten und Architektinnen. Das ist meistens nicht gegeben. Also wenn wir in die Geschichte zurückblicken, klarerweise die Überlieferung, Quellenüberlieferung aus der Barockzeit ist extrem dürftig. Da haben die Kunsthistoriker sehr viel Mühe gehabt, überhaupt das Werk eines Architekten zu rekonstruieren, weil man nur Spuren oder Papierfetzen hatte, auf denen irgendwelche Informationen standen. Und dann gibt es eben Architekten, die der Meinung waren, dass alles, was sie in ihrem Leben hinterlassen haben, bis hin zum Einkaufszettel, historisch bedeutend ist, und wie Le Corbusier zum Beispiel, den ja Karl Schwanzer sehr verehrt hat, alles aufgehoben haben. Das ist natürlich für die Forschung dann ein großer Vorteil. Gleichzeitig oft auch ein Hemmnis, kann ich mir vorstellen, wenn es so wahnsinnig viel Material gibt, dass man gar nicht weiß, wo man beginnt. Aber also gerade die frühen Jahre eines Architekten oder eines Künstlers sind oft von Mythen umgeben, im Nachhinein, weil der Künstler, die Künstlerin dafür sorgt, dass diese Anfänge möglichst im Dunkeln bleiben. Ein berühmtes Beispiel ist Otto Wagner, der sein eigenes Werk gesäubert, unter Anführungszeichen, hat und Dinge, die ihm nicht mehr gefallen haben, in späteren Jahren einfach unter den Tisch fallen hat lassen.
Also die Überlieferung ist so komplex wie bei jeder Biografie. Bei den Architekten ist es sicher noch mal schwieriger, weil sie eben die ersten Schritte als Architekt meistens im Nachhinein nicht sehr günstig beurteilen. Mhm. Ich meine, es war ja beim Karl Schwanzer ja ähnlich. Man wusste ja nicht wirklich viel über die Zeit, bevor er wirklich dann als Architekt den großen Durchbruch hatte. Also gerade erst dann, also die meisten würden mit Karl Schwanzer als den großen Starter vielleicht auch von der Weltausstellung in Brüssel, dem Österreich-Pavillon sehen. Und so ähnlich war es ja hier auch. Jetzt war es ja, also vielleicht auch da ganz kurz den Hintergrund zu diesem Buch auch zu beschreiben. Jetzt war es halt hier nicht jetzt die Forschung alleine, also nicht die Universität, die hier jetzt die Forschung übernommen hat, sondern hier war die Familie auch interessiert daran, dass man diese Geschichte, diesen blinden Fleck, wie man so schön sagt, jetzt auch betrachtet. Und wie ist es dazu gekommen? Also wie ist es dazu gekommen, dass du als Historiker dich mit dem Karl Schwanzer beschäftigst? Ja, wie gesagt, recht viel hat er mir vorher noch nicht gesagt. Ich war, mein Doktorvater Siegfried Martel hat dieses Thema aufgeschnappt. Also ist Martin Schwanzer, der Sohn von Karl Schwanzer, wollte, dass genau dieser weiße Fleck in der Biografie seines Vaters auch wirklich erforscht wird, und ist da zu Siegfried Martel gegangen, der in weiterer Folge dann auch mich beauftragt hat, hier den Forschungen einmal nachzugehen. Das war im Jahr 2012, das ist schon eine Zeit her. Und damals habe ich nicht wirklich Neuigkeiten finden können, denn wir haben sehr viele Unterlagen von der Familie Schwanzer als Digitalisate auch erhalten, die hauptsächlich halt offizielle Dokumente waren. Das ist genau das, was viele auch für wesentlich halten, dass es die offiziellen Dokumente wie Meldezetteln oder irgendwelche Auszeichnungen oder solche Dinge, dass das relevant ist. Aber viel spannender sind ja dann, wenn man Biografie schreiben möchte, diese Briefe, dieses Private, auf das man normalerweise nie zugreifen kann. Und so war die erste Arbeit, die dann 2012 auch präsentiert wurde, eigentlich eine Zusammenfassung von Informationen, die es ohnehin schon gegeben hat. Also da ist nicht sehr viel Neues rausgekommen. Man hat ja gewusst, Karl Schwanzer hat auf der Technischen Hochschule in Wien studiert, EGLA, ist dann irgendwie nach Schlesien gekommen, hat dann dort beim Militär, bei der Luftwaffe, dann als Entwurfzeichner gearbeitet und ist dann später wieder in Wien gewesen. Das waren so die Anhaltspunkte, die man gewusst hat. Aber wie es dazu gekommen ist, das war etwas, was man bis zu dem Zeitpunkt einfach überhaupt nicht gewusst hat. Und das war halt schon recht spannend, hier mal die erste Arbeit auch zu machen, die da mehr in die Tiefe geht. Ich denke mir ja, dass dieses Nichtwissen über diese Zeit, die ja zeitgeschichtlich, historisch, politisch extrem wichtig und interessant ist und auch relevant ist für die Biografie einer Person, egal welcher, dass vielleicht dieses Nichtwissen über die Details auch dazu geführt hat, dass es ja zu fälschlichen Angaben gekommen ist. Weil wenn ich mich richtig erinnere, waren diese Falschangaben, die auch in einem Architektenlexikon enthalten waren, ein Anlass, da wirklich nachzubohren für den Martin Schwanzer, für den Sohn von Karl Schwanzer, und das auch freizulegen gewissermaßen, oder? Also korrigier mich bitte, aber das habe ich so wahrgenommen damals. Das muss ich ja wirklich sagen, höchste Anerkennung auch für Martin Schwanzer, der wirklich hier ganz massiv auch diese Forschungen unterstützt hat, also der selbst wirklich alles wissen wollte und schonungslos wissen wollte, der hier niemals irgendwie mir etwas vorenthalten hätte. Also das muss ich ja wirklich sagen, das war schon eine tolle Zusammenarbeit, wo man dann gesagt hat, okay, jetzt schauen wir mal, was findet man, was gibt es überhaupt. Und wie gesagt, die erste
also das erste Mal, also 2012, bei dem ersten Mal, bei der ersten Studie, die ich dann erstellt habe, ist nicht wirklich viel rausgekommen, weil ich einfach nicht viel in Archiven, Bibliotheken und Museen finden konnte. Und auch die Unterlagen, die er mir zur Verfügung gestellt hat, wo er geglaubt hat, das sind die wesentlichen, das sind die wichtigen Unterlagen, da war nicht wirklich so viel drinnen, dass man irgendwie Anhaltspunkte gehabt hätte, dass man seine, ich sage es ganz offen, seine NSDAP-Mitgliedschaft bejahen oder verneinen konnte. Ich meine, eines ist klar, Karl Schwanzer war nie Mitglied der NSDAP. Das ist belegbar, dass das auch nie der Fall war. Aber es gibt halt aus Juni 1938 gibt es halt eine Beitrittserklärung, die er unterschrieben hat, aber nicht vollständig ausgefüllt hat. Also sie wurde auch nicht weitergegeben. Es fehlen diese ganzen Fragebögen, es fehlen die ganzen Befürwortungen und alles, was auf einen so einen Fragebogen oben wäre. So etwas gab es alles nicht. Außerdem war das im Juni 1938, wo dann sowieso eine Aufnahmesperre war. Und danach ist er auch nicht Mitglied geworden. Er bestreitet es sogar dann, sogar 43 schon in Briefen, dass sie ihn jetzt aufnehmen hätten wollen, aber jetzt, also er geht da sicher nicht dazu, also sowas gibt es ja, solche Aussagen. Aber wie gesagt, das war mal was als Fundament da war. Aber damit war es auch schon einmal erledigt. Und es war ja dann erst 2018 ist es wieder relevant geworden. Also ich habe dann geglaubt, 2012, für mich ist diese Forschung abgeschlossen. Man hat nicht viel gefunden und damit war das ja auch alles einmal für mich soweit als Zeithistoriker auch erledigt. Aber erst 2018 ist ja das Ganze noch einmal in Fokus geraten, weil das ja dann der Nachlass von Karl Schwanzer dann offiziell an das Wien-Museum übergeben worden. Und da kam es dann zu einer tiefen Recherche sozusagen? Naja, da kam es zu einer Präsentation im Wien-Museum mit einer ganz neuen Art einer Biografie, nämlich mit einer Graphic Novel, wo man wirklich versucht hat, im Comic-Stil jetzt das Leben von Karl Schwanzer auch nachzuzeichnen. Und da drinnen in diesem Comic war die Zeit zwischen 38, oder sagen wir so, zwischen 33 und, also die frühen Jahre, noch relativ wenig aussagekräftig irgendwie drinnen. Man muss vielleicht dazwischen sagen, das war eine Erstversion dieser Graphic Novel, die nie in den Handel gekommen ist, sondern die eben eine erste Skizze, ein erster Versuch war, glaube ich, mit diesem Thema umzugehen. Und ich finde es ja großartig, prinzipiell so eine neue Art auch zu finden. Ich meine, Karl Schwanzer hat ja auch damals ja schon, wenn er seine Bauwerke präsentiert hat, hat er ja auch immer neue Varianten gefunden, die zu präsentieren. Da hat er ja immer die Zeitschrift ja auch ins Leben gerufen, was ja damals schon sensationell war. Und ich glaube, das war ja damals auch der Ansporn oder das Andenken, dass man auch hier das Leben dieses einzigartigen Architekten auch irgendwie präsentieren kann. Aber ja, und es war dann auch so, dass ich 2018 dann, bevor es dann zu einer Drucklegung für den Handel, für den Buchhandel gekommen ist, dann gefragt wurde von Martin Schwanzer noch einmal, über diese Graphic Novel drüber zu sehen und eventuell hier noch Ergänzungen vorzunehmen. Und ich habe dort dann drüber gesehen und habe mir gedacht, ja, das recht viel mehr Informationen haben wir ja nicht. Und in diesem Gespräch damals habe ich gesagt, aber ich würde gerne einmal alles, was ich in digitaler Form gesehen habe, einmal original sehen. Denn das war mir einmal wichtig und ich habe gesagt, ich würde gerne alles sehen, was aus der Zeit noch da ist. Und so hat sich dann dieses ganze Projekt dann schier vertausendfacht, könnte man sagen. Also etwas, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hätte, als ich dann ein paar Wochen später dann ins Büro dorthin gekommen bin, um mir diese Privatdokumente auch anzusehen. Und da war ich dann schon wirklich überrascht, obgleich der Fülle. Also ich weiß nicht, wie viel du aufhebst aus deiner, aus deiner Schulzeit und aus deiner Studienzeit, aber es war eine ganze Kiste voll mit Unterlagen, die offensichtlich seit damals nicht gesichtet wurden. Und die auch nicht Teil des Nachlasses waren.
Das heißt, der große Nachlassteil, der ja ans Wien-Museum gegangen ist, war ja hauptsächlich das Werk betreffend. Genau. Ja, und ich habe mir dann diese Dokumente durchgesehen und bin draufgekommen, dass da halt so viel mehr Informationen drin sind, diese ganzen Briefe, seine Dissertationsunterlagen von seinen ersten Recherchen in Bibliotheken bis hin zu den ersten Fassungen, also die ersten Manuskripte seiner Dissertation, war alles da. Und das hat dann diese Arbeit eigentlich erst möglich gemacht. Mhm. Und das ist etwas, was halt dann immer spannend ist, dass man hier weiter forschen kann. Vielleicht zwischendurch, weil wir jetzt schon die ganze Zeit über Karl Schwanzer reden und wir haben schon festgestellt, dass er nicht jedem ein Begriff sein muss, aber warum man sich so intensiv mit ihm beschäftigt und warum es auch wert ist, über die ersten Jahre seiner Karriere ein ganzes Buch zu veröffentlichen. Vielleicht sage ich ganz kurz was zu seiner Bedeutung, denn Karl Schwanzer ist sicher in Österreich nach 1945 eine der prägenden Architektenpersönlichkeiten. Er ist sehr früh verstorben, in 1975, und hätte er länger gelebt, sicher noch weiter die Architekturwelt in Österreich in Atem gehalten. Er ist von der Architekturgeschichte, von der sehr kritisch ausgerichteten Architekturgeschichte lange Zeit etwas marginalisiert worden, aber vielleicht deshalb, weil er so erfolgreich war, denn erfolgreiche Architekten werden meistens schief angesehen. Er war gleichzeitig einer, wo er selber gesagt hat, der keiner Klick angehört hat. Das hat ihm sicher manche Aufträge vermiest, aber gleichzeitig war er mit einer der vielbeschäftigsten, meistbeschäftigten österreichischen Architekten, der eines der allerersten Corporate Buildings überhaupt der Architekturgeschichte errichtet hat, nämlich sein wahrscheinlich bekanntestes Werk, das BMW-Hochhaus in München, den berühmten Vierzylinder. Also ein Gebäude, das heute vom Marketing in München bis heute verwendet wird als eines der ikonischen Bauwerke dieser Stadt. Ähnlich ist es ihm gelungen mit Ausstellungspavillons für Brüssel, du hast es bereits erwähnt, 1958, und dann für die Weltausstellung in Montreal 1967 für Österreich quasi eine gültige architektonische Form im Ausland zu finden, mit ganz interessanten Präsentationsmitteln, Methoden, die man bei ihm schon bis in seine frühen Arbeiten nach dem Krieg zurückverfolgen kann. Also er hat sich intensiv mit dem Ausstellen, mit der Präsentation von Waren und Objekten beschäftigt und war auch deshalb eben geeignet dafür, das Museum des 20. Jahrhunderts dann in diesem umgebauten Pavillon einzurichten. Also ein Architekt, der alles konnte, weil er, glaube ich, auch einen wunderbaren Riecher für richtige Projekte, für die richtigen Leute, er hatte ein großes Büro, und für die richtige Form hatte. Also er hat wirklich ein Gespür für eine wirklich ikonische Form in der Architektur gehabt, für Gebäude, die wirklich einen gefangen nehmen im positiven Sinn, ja? Also in den Bann nehmen sozusagen. Und gleichzeitig hat er sehr viele Bauten errichtet, die man heute gar nicht erkennen würde, weil sie quasi die Massenware auch sind, die man als Architekt eben auch erledigen muss, wenn man Geld verdienen möchte. Und du hast es auch schon angesprochen, war ein genialer Vermarkter seiner selbst, der also mit Zeitschriften, mit Büchern, auch das Vermitteln von Architektur im Medium Buch und eben Bild, Fotografie spielt eine wichtige Rolle, ganz wesentlich vorangetrieben hat. Und dann komme ich schon für diesen Part zum Schluss, er hat als Lehrer an der Technischen Hochschule, wo er ja auch studiert hat, eine ganze Generation von bis heute hoch erfolgreich tätigen Architekten, ich nenne nur Ortner und Ortner oder Wolf Brix von Coop Himmelblau, geprägt. Er hat also diese Architekten eigentlich diese junge Generation zur Architektur hingeführt und gleichzeitig ihnen eine enorme Freiheit gelassen und mit legendären Abschlussarbeiten und Projektarbeiten, die sich zum Teil in unterirdischen Autogaragen abgespielt haben, mit Motorradfahrten und so weiter, den Architekturbegriff erweitern geholfen, was in den späten 60er und 70er Jahren
wirklich ungewöhnlich war. Und man hätte gerne gewusst, wie er zur Architekturentwicklung der 70er, 80er, 90er Jahre gestanden wäre. Das war ihm leider nicht mehr möglich, hier dran teilzunehmen. Also Karl Schwanzer, sein Name ist also wirklich ein Fixpunkt in der österreichischen Architekturgeschichte nach 45 und eben die Bedeutung dieser, die historische Bedeutung dieser Person oder kunsthistorisch, architekturhistorische Bedeutung rechtfertigt es, sich ausführlich, denke ich mal, auch mit ihr zu beschäftigen. Mhm. Ja, und dieses in allen Bereichen auch perfekt auch zu sein, das spiegelt sich auch in seiner Kindheit schon wieder. Das heißt, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Also er ist als Kind schon ein perfekter Violinespieler. Das heißt, er macht alles, was er macht. Also seine Ausbildungen schließt er prinzipiell immer mit Auszeichnungen ab. Also er ist ein sehr engagierter, sehr motivierter Schüler auch immer gewesen. Er macht Radtouren, die 1600 Kilometer lang sind. Also er ist eigentlich, was das angeht, sieht man ja diesen Perfektionismus immer schon. Und dieses Vernetzen, das er ja auch immer gut gekonnt hat, zeichnet sich nämlich auch in seinen Briefen und in seinen, das große Netzwerk baut er auch auf. Das heißt, das ist ja wirklich etwas, was das durchgängig zu sehen ist. Auch später dann, dass er es versteht, ein Netzwerk aufzubauen und zu halten, sich aber, und das ist wie du auch richtig gesagt hast, oder wie du es zuerst gesagt hast, sich nicht einem Couleur jetzt da irgendwie anzubiedern. Das ist etwas, was auch zur Zeit, gerade des Nationalsozialismus hier auch zu sehen ist. Er bietet sich nicht an, er bleibt beim Luftgau Kommando 8, bleibt der Entwurfszeichner, wird dann einmal zu einem, kommt dann zu einer Sonderkommando für Flakbauten. Aber er hat keine Karriere, keine große Karriere, wie sie andere auch gehabt hätten. Das heißt, das muss man schon sagen, er hält sich von der Politik prinzipiell fern. Viele seiner Studienkollegen, die ihn auch nach Ribnik gebracht haben, die gehen nach Berlin, die sind ganz anders aufgestellt. Von denen hört man nach 45 relativ wenig. Die kommen halt dann irgendwie als Architekten irgendwie durch. Aber Karl Schwanzer schafft es, und das finde ich schon faszinierend, das hat mich schon ziemlich beeindruckt zu sehen, dass er ohne Politik und die politische Landschaft sind meistens die Bauträger. Also das sind ja die Projekte auch initiieren und bezahlen in große Weite, dass er da jetzt da ganz bewusst sich immer davon ein bisschen distanziert hat. Bei der Kirche ist es nicht ganz so. Also die Kirche hilft ihm oft. Also zum Beispiel der Bischof von Regensburg, wo er dann viele Aufträge auch bekommt. Aber was die Politik angeht, da steht er immer ein bisschen fern. Das fand ich eben auch sehr interessant bei der Lektüre, dass er sich hier wirklich offenbar nicht von der Dissertation jetzt mal abgesehen, wo er, aber das hast du ja sehr schön herausgearbeitet, eigentlich nach heutigen Kriterien ein Plagiat, oder? Korrigiere mich bitte, erstellt hat und sich auch mit so Begriffen, die Dissertation auch mit so Begriffen, die im damaligen Redegebrauch, NS-Jargon üblich waren, auch ausgekleidet hat, dass er sich eigentlich, ja, dass er wahrscheinlich mehr hätte schaffen können in der Zeit, wobei gleichzeitig, also gerade wenn man sich anschaut, was er ab 1945 für eine Aktivität an den Tag legt, weil du beobachtest ja auch noch die ersten Jahre bis zur Rückkehr nach, oder die erste Zeit bis zur Rückkehr nach Wien. Es ist unglaublich, was dieser Mensch innerhalb von wenigen Wochen da auf die Beine stellt und was er offenbar an Entwurfsarbeit, an Kommunikation, an Organisation da leistet. War das in der Zeit vor 45 auch der Fall oder gibt es da einfach nicht diese Quellen? Oder ist er da als Mitarbeiter der Organisation tot eigentlich eh versorgt und muss sich um sowas nicht kümmern? Naja, als Karl Schwanzer 1940 dann sein Studium einmal abgeschlossen hat, Diplom-Ingenieur gewesen ist,
hat er natürlich gleich einmal eine Anstellung gesucht. Und so kommt er ja noch einmal nach Schlesien, also nach Rybnik. Das ist ein kleiner Kreis, eine Kreisstadt mit ca. 25.000 Einwohnern. Und die haben vorher Aufrufe gestartet in allen möglichen Zeitungen, dass reichsdeutsche Architekten dort auch hinkommen. Und sein Studienkollege, sein bester Freund, ist schon dort. Und so liegt es dann nahe, dass er auch dorthin kommt. Und das war für Karl Schwanzer damals schon mal ganz wesentlich, dass er dorthin kommt, denn da gibt es einen Freistellungspass. Das heißt, diese Arbeit wird als reichswichtig eingestuft und so braucht er nicht die Angst haben, dass er in Wien zur Truppe eingezogen wird. Mhm. Und so beginnt er dort einmal zu arbeiten und natürlich das, was er auch damals schon geschrieben hat, in Briefen steht es auch ganz schön drinnen, diese ganze Arbeit wird nur zeitbedingt sein, denn er möchte unbedingt Architekt, freischaffend Architekt werden. Und da ist sein Schritt jetzt nicht ganz nachvollziehbar, denn er strebt damals schon an, unbedingt die Dissertation zu machen. Das heißt, das ist ja für einen Architekten jetzt nicht unbedingt wesentlich, wenn man nicht gerade in die Lehre gehen will. Aber das war immer ein ganz wesentliches Anliegen und so beginnt er 1940 schon eine Dissertation vorzuarbeiten, wird aber dann trotzdem im Februar 1941 eingezogen, kommt zu einer Flak-Abteilung in Breslau und wird dann wegen einem Nierenleiden, das er wirklich auch ein Jahr zuvor schon gehabt hat, dann überstellt zum Luftgaukommando, also zur Bauabteilung der Luftwaffe. Und dort ist er Entwurfszeichner. Und aus diesem Zeitraum arbeitet er sich langsam, wirklich äußerst langsam dann irgendwie hoch. Und da ist schon, also wenn man jetzt andere betrachtet, ist es schon schneller gegangen. Es wäre schon schneller gegangen, hier die Karriereleiter hoch zu klimmen. Wie gesagt, sein Kollege, der in Rybnik ja geblieben ist, der wurde nicht eingezogen. Das heißt, irgendwie scheint er nicht die Connections gehabt zu haben, denn er hat ja diesen Freistellungspass ja eigentlich gehabt und wurde trotzdem eingezogen. Mhm. Und das ist natürlich auch spannend. Und er widmet sich komplett der Dissertation danach. Das heißt, die ersten Jahre, wo er bei diesem Luftgaukommando arbeitet, noch nicht die Organisation dort, das kommt erst später, weil das wird dann hineingegliedert, aber das passiert erst 1944. Aber die ersten Jahre arbeitet er für das Luftgaukommando. Und diese Zeit benutzt er bis 1942 wirklich für seine Dissertation. Und da geht die ganze Arbeitszeit wahrscheinlich auch drauf. Man muss dazu sagen, seine Frau wohnt ja in Wien. Er pendelt halt dann ab und zu hin und her. Und es kommt 1943 ja dann auch sein Sohn auf die Welt. Das heißt, hier waren auch ganz andere Prioritäten. Wahrscheinlich auch noch zu sehen, gemeinsam suchen sie dann ein Haus, versuchen an ein Haus zu kommen. Das heißt, die Familie scheint für ihn da ein wesentlicherer Aspekt gewesen zu sein. Und er hat sich da nie wirklich jetzt ganz weit hinausgelehnt. Das Einzige, was man wirklich sagen kann, ist seine Dissertation. Das hätte sein Ticket für die Selbstständigkeit werden können. Das war ihm ja immer ein großes Anliegen, diese Selbstständigkeit. Und das muss man halt schon auch im Zeichen der Zeit sehen und in den Pragmatismus, den er an den Tag legt. Denn Werner Lindner, der Beauftragte für Heimatschutz ist, gibt ihm nämlich den Tipp, wenn er zu dieser Entschandelung schreibt und wenn er das macht, dann veröffentlicht er das in seiner Zeitschrift, dafür kriegt er Geld und dann könnte er auch eventuell bei ihm arbeiten. Und ich glaube, dass das wäre so die Karriere gewesen. Aber aus irgendwelchen Gründen, und die sind mir bis heute nicht ganz klar, distanziert er sich selbst davon. Das heißt, wenn er das dann wirklich wollen hätte, hätte er hier öfters nachgefragt und hätte öfters, also er hätte die Möglichkeiten dann schon bekommen. Aber das hat alles nicht gemacht. Und so bleibt er eigentlich dann in dieser ganzen Militärzeit. Also er wird dann Sachbearbeiter, ja wie gesagt, ist er dann Teil der Zivil, also ins Zivilverhältnis der Luftwaffe kommt er dann. Also er kommt dann vom militärischen Verhältnis in Zivil. Gebiet und kommt dann, als diese Zusammenlegung mit der Organisation tot ist, wird er schlussendlich im Februar 1945 Bauleiter. Mhm.
Naja, da muss man ganz ehrlich sagen, also im Februar 1945 Bauleiter zu werden, also das wird ihm ja dann manchmal als Karriere groß angekreidet. Da muss man sagen, wer weiß, wie viele Architekten dann wirklich auch noch da waren. Und aber, und das zeigt auch die Forschung, und das ist ja auch deswegen, also ich habe im Militärarchiv in Prag sehr viel geforscht, gerade zur Organisation dort, weil das war mir natürlich auch ein Anliegen, also wer hat auf den Baustellen gearbeitet? Das war auch immer eine wichtige Frage, und da kann man ihn natürlich nicht aus der Schuld herausnehmen. Er wird schon gewusst haben, als Bauleiter, wer die Bauarbeiter sind. Und bei der Organisation TOT waren halt natürlich auch Zwangsarbeiter auch da beschäftigt. Das heißt, das ist etwas, das ist die Zeit, und er schafft es dann, also er war das ein Monat, also Februar, März, und dann flieht er relativ rasch schon nach Bayern. Mhm. Und das ist ja auch eine spannende Geschichte, die in dem Buch nachzulesen ist, wie er diesen Umbruch sehr klug managt oder gut übersteht. Aber ich will nicht zu viel verraten, weil es sollen ja möglichst viele dieses sehr spannende Buch erwerben und lesen. Oder auch hier in der Wien-Bibliothek im Lesesaal lesen, nehme ich an. Aber die Frage ist ja auch, warum interessiert uns das so sehr? Ja? Ich denke mir, es gibt sicher manche, die etwas enttäuscht sein werden, wenn sie sich von diesem Buch eine Karriere eines NS-Mitläufers erwarten. Die Beschreibung eines Karrieristen, der in dieser Zeit den Grundstein zu seinem Erfolg gelegt hat. Er hat den Grundstock zu seinem Erfolg gelegt, aber mir scheint vor allem in der unmittelbaren Nachkriegszeit, da sind offenbar die Kontakte, die wichtig sind. Aber in Wirklichkeit ist es ein wunderbares Beispiel, wie ein junger Mann, also er war beim Kriegsende 27, oder? Ja. Ja, in dieser schwierigen Zeit seine Karriere aufbaut. Aber von einer politischen, ausgereiften politischen Haltung, die man ihm da heute aus heutiger und auch manchmal moralisch überlegener Haltung ankreiden könnte, vorwerfen könnte, findet man eigentlich nichts. Ja, es ist halt schon, ich meine, ganz oberflächlich betrachtet. Also würde man jetzt ja ganz die ersten Recherchen machen, und das ist ja das, wo viele Artikel ja hineingreifen, ist natürlich die Dissertation anzuschauen. Und die Dissertation ist 1942 geschrieben worden, und sie trägt dort auch den Titel Neues Bauen im befreiten Oberschlesien, der Ring in Sora, Entschandelung und Gestaltung. Und gleich auf der ersten Seite gibt es dann ein Zitat von Adolf Hitler. Dann kommt noch ein bisschen von befreiten Oberschlesien noch ein bisschen was vor, und für viele ist dann ganz klar, wenn sie das dann noch lesen, na, eh klar, das sagt eh schon alles. Man muss sich aber die Dissertation ganz genau anschauen, und das habe ich ja dann gemacht, und habe sie wirklich zerpflückt, habe die 90.000 Zeichen inklusive Leerzeichen wirklich Zeichen für Zeichen gelesen und habe versucht, hier zu überprüfen, woher diese ganzen Aussagen auch kommen. Und das Tolle ist, das muss ich ja wirklich sagen, das wäre zum Beispiel bei meiner Dissertation gar nicht möglich und wahrscheinlich bei deiner auch nicht, dass man solche Fülle an Materialien noch hat. Er hat wirklich jeden Zettel, jede Skizze ist noch da. Das heißt, man hat gesehen, aus welchen Büchern er welche Zitate rausgenommen hat. Das hat es natürlich relativ einfach gemacht. Ich habe mir die Bücher dann angesehen und habe nachkontrolliert, kommt das wirklich so vor. Und ich bin draufgekommen, die ganze Dissertation, der Textteil, ist eigentlich eine Aneinanderreihung von Zitaten anderer Bücher. Ja, würde heute wahrscheinlich nicht mehr den wissenschaftlichen Anspruch genügen, aber es geht jetzt dann nicht, den Karl Schwanz jetzt des Plagiatismus vorzuwerfen, sondern das ist auch die Frage, was ist der Wert einer Architekturdissertation? Und hier geht es ja nicht um diese historische Einordnung eines Ortes wie Sora, sondern vielmehr um diese Pläne. Und die hat er natürlich zweifelsfrei selbst gemacht. Mhm. Und
Ich habe mir natürlich auch, also wie ich das erste Mal gelesen habe, bei diesem Titel, was möchte man da noch sagen? Man muss aber dazu sagen, dass einer seiner Betreuer ein Buch geschrieben hat mit dem Titel, also wo das befreite Oberschlesien, also neue Kunst im befreiten Oberschlesien vorkommt. Also er hat sich sehr angebiedert an seine Betreuer. Das heißt, das war ihm schon immer wichtig. Und das Wort Entschandelung, das kommt zum Beispiel in seiner ersten Fassung überhaupt noch nicht vor. Entschandelung kommt nämlich von Werner Lindner, den ich jetzt erst erwähnt habe, der ihn in Aussicht stellt, wenn er eine gute Arbeit dazu schreibt, dann kriegt er weitere Aufträge. Und überhaupt, auch das Zitat von Adolf Hitler kommt noch nicht in der ersten Fassung vor, da kommt noch ein Architekt-Zitat vor, Schmidt-Henner, aber erst später kommt das Hitler-Zitat. Und warum kommt das alles rein? Sein guter Freund, der auch in Rybnik war, der ihn nach Rybnik genommen hat, hat genau ein Jahr zuvor die Dissertation geschrieben und dessen Dissertation wurde als mustergültig bewertet und wurde von Ilz, vom Professor, vom Dekan in Wien als mustergültig und als die perfekte Arbeit tituliert. Und es gibt Schriftverkehr zwischen Schwanzer und seinem Freund von damals, wo Schwanzer ihn bittet, ihm die Dissertation zu schicken. Und lustigerweise schaut die optisch auch relativ ähnlich vom Aufbau aus. Also er hat sich natürlich hier sehr angebiedert. Er wollte mit den einfachsten Mitteln das Bestmöglichste rausholen, was die Dissertation angeht. Ein großes Herzensanliegen scheint es ihm auch nicht gewesen zu sein. Er hat es dann auch wirklich in 2 Monaten irgendwie fertig runtergebrochen. Und das ist halt immer das, was so schwer ist, wenn man einfach diese Information nicht hat, dann wirkt halt einfach ein Titel einer Dissertation im heutigen Maßstab, also in der Bewertung, fühlt man sich oft verleitet, sich hier als Richter zu präsentieren oder zu glauben oder glauben zu können, man weiß, was ist. Da weiß man, da muss man schon immer ganz ehrlich sagen, dass es hier sehr viele Facetten gibt. Es geht hier absolut nicht, den Karl Schwanzer irgendwie, also das ist der Grundtenor von dieser ganzen Arbeit, soll nicht sein, irgendwie eine Entlastungsarbeit hier irgendwie vorzubringen. Das ist nicht das Thema, sondern auf Fakten basiert zu bleiben. Und ich versuche nie zu interpretieren oder nie jetzt irgendeine gewagte Interpretation vorzunehmen. Das würde das Material ja gar nicht zulassen, sondern wirklich nur Fakten, Aussagen, Briefe hier aneinander zu reihen und daraus ein großes Bild zu machen. Das war irgendwie, und gerade die Dissertation, weil die halt immer wieder großes Thema war, war es mir da auch wichtig, genau hier wirklich das einmal zu überprüfen. Lustigerweise hat Professor Ilz, der ja bekennender Nationalsozialist war, diese Dissertation zerrissen, also verrissen, wenn man so sagt. Also der hatte nichts Gutes an dieser Dissertation gefunden und hat dann irgendwie wörtlich reingeschrieben, aber dem Kandidaten soll in dieser schwierigen Zeit jetzt keine Steine in den Weg gelegt werden und deswegen darf er zum Rigorosum antreten. Das sagt natürlich auch schon einiges aus. Also offensichtlich hat der schon erkannt, dass es eine Anbiederungsarbeit auch ist und wenig Neues enthält. Also als ich das gelesen habe, dein Buch, dachte ich mir, eine solche Analyse bräuchte es auch bei sehr vielen anderen Biografien von Architekten, die in dieser Zeit tätig waren, die ein bisschen älter vielleicht auch zum Teil waren als Karl Schwanzer, wenn es die Quellen zulassen, mit einer solchen Akribie und auch mit einer solchen Nüchternheit, und das macht das so, die Lektüre finde ich auch so angenehm, mit einer Sachlichkeit dieses Thema zu behandeln und sich nicht, wie das manche mitunter tun, weil das billig ist, sich zu einem Richter aufzuschwingen, ohne die Fakten sozusagen zu berücksichtigen. Und die Faktenlage ist, ich glaube, du hast es grau schattiert genannt, also es ist nicht schwarz, nicht weiß, es ist immer was dazwischen. Das ist, glaube ich, für uns heute oft sehr schwer auszuhalten, weil man selber glaubt, ich kenne das auch aus der eigenen Wahrnehmung, man glaubt, über jemanden, der in der Vergangenheit etwas getan hat, was auch immer getan hat, insofern richten zu können, dass man sagt, also das hätte ich so niemals gemacht.
Ich denke, man muss auch immer die Situation beurteilen, in der sich Menschen befinden. Und da ist es zum Beispiel jetzt bei Architekten, also hängt es auch zum Teil wirklich von der Berufsgruppe ab, wie man sich in einer bestimmten Zeit oder in der NS-Zeit, sagen wir es deutlich, verhalten konnte oder sollte. Ja? Oder wie man überhaupt in der Lage war, materiell durch die Familie, durch das Vermögen abgesichert, sich zu verhalten. Ja? Also die Zahl der 1938 aus politischen Gründen emigrierten Architekten aus Österreich ist verschwindend gering. Das heißt aber nicht, dass das alles Nazis waren, sondern dass, so wie die meisten Menschen auch, man sich versucht hat, man muss ja nicht unbedingt ein Gegner gewesen sein des Regimes, aber zumindest vielleicht auch kein begeisterter Befürworter oder auch eine, vielleicht ist die Begeisterung auch schnell abgekühlt, wie bei vielen anderen, hat man halt versucht, sich da irgendwie durchzuwursteln und zu arrangieren. Und so hat ja er offenbar auch sich durchgewurstelt zu seiner Diss. Ja, also im Nachhinein ist es immer leicht, ein Urteil zu fällen und vor allem sich selbst über die Haltung jemand eines anderen zu erheben. Es gibt sicher Architekten, bei denen ganz klar ist, dass es eine starke politische Schlagseite gab, eine große Karriere in der NS-Zeit, die auch im Werk danach eine Rolle gespielt hat. Ja, also bei Roland Rainer weiß man ja, dass seine Studien zum Siedlungsbau, die in der NS-Zeit gemacht wurden, in gewisser Weise auch dann weitergeführt wurden, aber in eine ganz andere Richtung gebracht wurden, nämlich hin zu einem anderen modernistischen Wohn- und Siedlungsbau. Nichtsdestotrotz ist da ein großer Schatten auch auf seiner Biografie. Die Architekten haben selber versucht, oft das zu vertuschen oder, sagen wir mal, zu relativieren. Und in den offiziellen Biografien von Rainer ist da eine Lücke. Ja? Und diese Lücke hat eben viele Jahrzehnte lang niemand interessiert. Und so wie du es auch im Buch schreibst, war das sicher die 80er Jahre, Waldheim und so weiter, für Österreich dann spätestens der Zeitpunkt, wo man sich dieser Vergangenheit stellen musste. Da wäre jetzt noch die Frage, also mir würde die Frage dann irgendwie auf den Lippen brennen, die sehr heikle Frage, wie, ob man aus dieser Biografie, aus diesem Leben, das du da rekonstruierst, was das jetzt mit seinem Werk zu tun hat, mit seinem späteren, nämlich mit dem Erscheinungsbild der Bauten. Oder sind das Dinge, die wirklich voneinander getrennt zu behandeln sind? Naja, vieles ist natürlich immer das Netzwerk, also dass man auch Leute kennenlernt, die einen prägen. Und bei Karl Schwanzer war sicher Oswald Hertel, den er ja auch während der Militärzeit, also während seiner Zeit im Luftgaukommando in Breslau, wo Hertel selber ein eigenes Architekturstudio betrieben hat, auch wirklich kennengelernt hat. Und Hertel bringt ihn ja dann auch später, nach 45, wird ja dann Karl Schwanzer sein Assistent bei der Klasse für Raumforschung, also für die Klasse in der Universität für angewandte Kunst. Und Schwanzer reiste dann sehr viel im Auftrag von Oswald Hertel und für den Österreichischen Werkbund nach Zürich. Und dort lernt er ja dann auch diese Baustile ja immer mehr kennen. Mhm. Eine Affinität für den modernen Baustil hat er schon immer gehabt. Das zeigen ja auch seine Skizzen, die er schon immer gemacht hat. Aber ich glaube natürlich, dass dieses Netzwerk auch immer sehr wichtig ist. Und vieles muss man immer aus dieser Rolle heraus auch sehen, wie er, was dann nach 45 passiert. Mhm. Wo er Leute dann kennenlernt, also das ist immer dann diese spannende Frage, und die er ja vielleicht auch Jahrzehnte nicht gesehen hat, also auch später kommt es in seinem beruflichen Leben, dass er dann mit Leuten, die er früher zu tun gehabt hat, noch einmal in Kontakt tritt und geben sich ja Synergieeffekte. Das ist immer so, und ich glaube, dass man da schon einiges rauslesen kann. Also ich hoffe, dass wir da noch viel lesen werden, weil ich denke eben genau, dass die Auftragsvergabe oder der Umstand, wie er zu diesen wirklich
sagenhaften Aufträgen gekommen ist, auch eben viel mit den Netzwerken zu tun hat. Das haben wir auch schon im Vorgespräch thematisiert, die er da in der unmittelbaren Nachkriegszeit knüpft. Und das erklärt dann natürlich vieles. Was ich auch noch wirklich faszinierend finde, es kommt auch bei dir vor, dass er so neugierig war nach 1945, unmittelbar mit dem Kriegsende, so schnell wie möglich raus aus Österreich, nicht um wegzukommen, sondern um die Welt kennenzulernen oder möglichst viel von Europa zumindest, nach Paris zu reisen. Er konnte offenbar sehr gut Französisch sprechen, hat sich da auch sofort in Geschäften irgendwie engagiert, Import, Export, aus heutiger Sicht wahrscheinlich dubios, ja. Aber in der wilden Nachkriegszeit wahrscheinlich durchaus üblich. Aber in jedem Fall korrespondiert er mit wichtigen internationalen Architekten und öffnet dieses Land. Und so ist er ja auch schon lange von der Architekturforschung beschrieben worden, dass er so dass die Fenster aufgemacht hat. Und dafür ist er eigentlich bemerkenswert jung gewesen, mit Mitte, Ende 20, dass er für Österreich nach 45 wirklich die Fenster aufgemacht hat und versucht hat, diese lange abgerissenen Kontakte, die ja bis 1938 funktioniert haben, also 7 Jahre lang war dann irgendwie Sense, 8 Jahre lang, die Kontakte der internationalen Moderne wieder zu knüpfen, mit Le Corbusier, mit den italienischen Kollegen. Und wir haben im Nachlass, der uns ja übergeben wurde, dem Wien-Museum übergeben wurde, viele tausend Reisefotografien auch, ja, die zeigen, wie er bis zuletzt, also ein rastlos Reisender war, der sich unglaublich interessiert hat für alles, was an moderner Architektur in der Welt passiert. Und das ist etwas, was wahrscheinlich auch mit seinen Erfahrungen in der NS-Zeit zu tun hat, in dieser Abgeschlossenheit. Wir wissen ja, dass die Zeitschriften, die bis 1938 abonniert waren, dann nicht mehr in den Bibliotheken waren, ja, dass man das nicht lesen konnte. Man hat nicht gewusst, was in nicht NS-kontrollierten Ländern eigentlich künstlerisch passiert. Und da ist das schon, erklärt das vielleicht diese Zeit zwischen bis 1945, erklärt vielleicht auch diesen Freiheitsdrang danach, ja, diesen auch Kosmopolitismus in gewisser Weise. Ja, also dieses Aufbrechen, also diese Reise, man, du hast es gesagt, seine Sprachaffinität, also das hat ihm sicher sehr genützt, also deswegen ist er ja dann auch sehr viel nach Frankreich und was er da für Geschäfte auch gemacht hat, also und diese Kontakte, die er hier wieder angeknüpft hat, weil er genau diese Kontakte, also er war ein Kontaktmensch, das muss man schon sagen, also das muss man schon können, dass man Kontakte knüpft und auch Kontakte hält. Mhm. Und das zeigt sich ja auch bei seinen Briefen, die er geschrieben hat. Es gibt Tage, also es gibt Wochen, da schreibt er keinen Brief und dann gibt es einzelne Tage, da schreibt er gleich mal 30 Briefe auch. Also das war sehr kompakt und wenn er was gemacht hat, ich meine, wenn man das liest, es lässt sich ja ein bisschen wie ein Roman ein bisschen, also gerade die Flucht dann, also die Zeit von 45, wie er von Prag dann rüberkommt, über Breslau, über Prag, dann nach Bodenswöhr und dann nach Efferding und von Efferding nach Wien. Das ist eigentlich schon faszinierend, dass man in dieser Zeit, wo man ums eigene Überleben fürchten musste, dass er trotzdem hier mehr gemacht hat, als er machen hätte müssen, mit dem, dass er versucht hat, ein Atelier zu gründen und wichtig war ihm das Auto, also ein Auto und ein Anzug, also was er versucht hat, auch diesen Schein eines Architekten, also ein Auftreten zu haben, das war ihm schon immer wichtig. Da ist er ein sozusagen Gesinnungsgenosse von Adolf Loos, in dessen von ihm gestalteten Räumen wir uns hier befinden, der mit dem Geld, das er in Amerika verdient hat, in seiner Zeit dort, sich Anzüge gekauft hat und mit diesen Anzügen eigentlich seine Aufträge bekommen hat. Also ein gut angezogener Herr ist sozusagen ein gut angezogener Architekt, das ist schon die halbe Miete und das wird Schwanzer auch gespürt und verstanden haben, auch durch seine Kontakte in, sagen wir mal, höhere gesellschaftliche Kreise
wo ein gewisses Auftreten auch sicher notwendig war, weil er selber kam ja jetzt aus eher bescheidenen Verhältnissen. Das spielt sicher auch nochmal eine Rolle, dass da jemand ist, der sich hinaufarbeiten möchte, oder ist der Eindruck falsch? Ja, also das ist ja ganz spannend. Er kommt eigentlich in ein bisschen, man könnte sagen, autoritären Verhältnissen auch, wächst er auf. Sein Vater ist Gefangenenaufseher und gemeinsam mit seiner Mutter beziehen sie zu dritt eine Dienstwohnung in einem Bezirksgericht, wo auch Arrestzellen sind. Die Mutter kocht dort auch für die Insassen. Und er wird von seiner Mutter auch sehr auf Leistungsdruck gedrillt. Er hat die Violine-Ausbildung, von der ich auch geredet habe. Und er war auch ein guter Schüler. Und das glaube ich schon, dass ihm auch das wichtig war, Karriere zu machen und hier auch etwas zu bewegen. Das war ihm schon, es ist ihm schon irgendwie immer wichtig gewesen. Und nach 45 geht ja das dann wunderbar. Das heißt, und das ist das, was halt hier sich auch widerspiegelt, dass es eigentlich in der Zeit, also er jetzt dann nicht diese Karriere gemacht hat wie viele andere, sondern das ergibt sich erst später mit dem, dass er dann auf andere Kontakte Zugriff hat oder hier sich neue Kontakte auch schaffen kann. Und da sind viele Zufälle, also ganz viele Zufälle spielen da eine Rolle, dass er in Zürich gleich einmal 46 bei der ersten Messe des Werkbund schon mal dort sein darf. Und dann knüpft er dann wirklich Freundschaften, die ihm dann auch Essen schicken, also Konserven schicken, die er nicht hätte. Also das ist schon ganz lustig, wie emotional diese Bindungen auch sind. Ja, also das sind ja, ist ja unglaublich viel Vorarbeit geleistet, auch schon für die nächsten Projekte, denn mit Karl Schwanzer wird es auch im Wien-Museum weitergehen. Wir haben ja 2018 den Nachlass zu übernehmen. Wir haben jetzt vor wenigen Wochen die letzte große Tranche erhalten. Vielleicht nur um sich das vorzustellen, da reden wir von mindestens 8.000, wenn nicht 9.000 Plänen und Zeichnungen, von weit über 10.000 Fotografien, von Unmengen von Diapositiven, von einer ganzen Vielzahl von Aktenmaterial, das wirklich die einzelnen Projekte umfassend dokumentiert, und Büchern, Zeitschriften und so weiter. Also einem Nachlass, der zwar auch nicht komplett erhalten ist, weil es mal einen Wasserschaden gab vor vielen Jahrzehnten, die frühen Arbeiten zum Opfer gefallen sind, aber immerhin ein wirklich sehr umfassendes Bild dieser Architektenkarriere jetzt in künstlerischer Hinsicht. Und was wir im Wien-Museum machen wollen, ist zunächst jetzt mal in den kommenden 2 Jahren die Inventarisierung abschließen. Christoph Freier, also ein Architekturhistoriker, arbeitet gerade daran, diese Zeichnungen zu inventarisieren und auch in weiterer Folge die Fotografien. Und wir wollen wurde so vereinbart mit Martin und Bertolt Schwanzer, die als Söhne diesen Nachlass der Stadt Wien übergeben haben und dem Wien-Museum, dass das in einer großen Ausstellung mit einer umfassenden kunsthistorischen Publikation, auch einem Werkverzeichnis und so weiter, münden soll. Und dass dabei die historischen Aspekte und die biografischen Aspekte eine zentrale Rolle spielen werden, das ist eh klar. Also wir wollen da nicht Schwanzer als ahistorischen Architektur-Guru irgendwie darstellen, sondern wirklich als eine Person, die ganz stark auch zeitgeschichtlich und auch politisch, gewisserweise auch politisch, was das Netzwerk betrifft, jetzt also auch verankert ist und auch politisch gesehen werden muss, politisch jetzt im weiteren Sinn. Also Schwanzer wird uns da im Museum auch weiter beschäftigen, und ich denke, das ist über die Person hinaus, so habe ich es in einer Schweizer Rezension gelesen, ist dieses Buch auch wirklich jedem zu empfehlen, der sich interessiert dafür, wie ein Architekt seine Karriere baut und wie er sich in einer extrem herausfordernden Zeit, um das jetzt mal ein bisschen untertrieben zu sagen,
ja, positioniert und etabliert. Ja. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, wir sind auch schon am Ende unserer Veranstaltung. Und eines möchte ich noch ganz kurz sagen, weil es mir ein großes Anliegen ist, wie man selbst als, wenn man jetzt so eine Biografie, einen Baustein einer Biografie schreibt, wie man selber damit umgeht, da muss ich immer eines dazu sagen, mit höchstem Respekt für die Person, weil man taucht ja, wenn man etwas, also wenn man dann diese ganzen Unterlagen auch sichtet, wenn man dann versucht, alles einmal, die ganzen Puzzleteile zusammenzufügen, dann taucht man oft sehr tief in den Menschen auch ein und man verspürt dann auch irgendwie so, es ist, wenn man ein Buch liest, dass man dann irgendwie mit den Hauptcharakteren irgendwie sympathisiert oder eben auch nicht. Und das ist etwas, was ich bei Karl Schwanzer, ich habe es ja gesagt, den ich besser kenne als meinen Großvater, wo es natürlich dann schon so ist, wenn man so viel Informationen findet, dass man hier sehr respektvoll und sehr behutsam auch umgeht, um nicht die privatesten Details, die irrelevant auch wären, dass man nicht alles immer preisgibt, weil das muss man sich natürlich auch immer überlegen, wenn man selbst, also das ist auch immer die Überlegung, was könnte man über einen selbst finden und wie weit geht's? Was möchte man nicht, dass es sozusagen, was hat auch nichts mit Politik, mit politischer Geschichte oder mit dem Werk zu tun. Ja. Genau, und das ist immer ein schwieriges Abwägen, inwieweit man hier geht. Aber das muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Ich bin der Familie Schwanzer, namentlich Martin Schwanzer, seiner Tochter, also dem Enkel von Karl Schwanzer, Caroline Schwanzer und Mirko Bogoreutz, sehr dankbar, dass es hier die Möglichkeit gegeben hat, so in die Tiefe auch zu gehen, also die mich hier wirklich voll auf unterstützt haben, dieses Projekt hier auch zum Abschluss zu bringen. Und natürlich bin ich dem Verlag Müri Salzmann sehr dankbar. Das heißt, ohne namentlich Frau Müri und Frau Dürnberger wäre das Buch so natürlich nicht erschienen, weil die waren natürlich sehr dem sehr viel zu tun gehabt mit diesem Buch, hier dann in die Endfassung auch zu bringen. Und da bin ich schon wirklich sehr dankbar. Für die heutige Veranstaltung möchte ich mich sehr herzlich für die ganze Organisation dieser Veranstaltung einmal bedanken. In erster Linie bei der Direktorin der Wien-Bibliothek, bei der Frau Dr. Anita Eichinger, die das ermöglicht hat, dass wir hier auch die Präsentation machen konnten, hier in den Räumlichkeiten der Wien-Bibliothek. Aber natürlich auch hinter der Kamera Gerhard Murauer, Katrin Kühnert und Valerian Mocker. Danke, dass das alles so gut geklappt hat. Und bei dir, lieber Andreas, möchte ich mich auch sehr herzlich bedanken für diese schöne Veranstaltung. Und ich hoffe, Sie haben vieles Neues erfahren über Karl Schwanzer und auch zu seinem Leben und seinem Werk.